Eine ergreifende Stille füllt die abgedunkelte St. Pauluskirche in Weckhoven, Kerzenlicht schimmert um den Altar. In viele traurige und ratlose Gesichter habe Pfarrer Dirk Tamm in den vergangenen Tagen in seiner Gemeinde gesehen. Ein solches Geschehen übersteige jegliche Vorstellungskraft, sagt er. Die Menschen seien aufgewühlt, suchen nach Erklärungen und Wegen, das Unfassbare zu verstehen. Auch an sie richtete sich der Gottesdienst, um gemeinsam Halt und Trost zu finden. Gehalten wurde der Trauergottesdienst von Diakon Michael Linden und dem Pfarrer-Ehepaar Ulrike Bartkiewicz und Dirk Tamm. In Fürbitten baten sie für den 11-Jährigen, seine Angehörigen und Betroffene um Licht, Hoffnung und Frieden. Am Osterlicht, was daran erinnern soll, dass der Tod nicht das Ende ist, wurden Kerzen angezündet. Nach und nach erhob sich die Trauergemeinde von den Bänken und legte eine dieser Kerzen vor dem Altar ab. Sie seien ein Symbol für ihre Wünsche, Gebete und Gedanken, die sich an den 11-Jährigen und die Betroffenen richten. Der kleine Junge ist in den Händen Gottes geborgen, sagte Pfarrer Dirk Tamm. In dem Frieden Gottes gehe keiner verloren, nicht der 11-Jährige, nicht die Nachbarn, die Familie, aber auch der Täter nicht. Gott gib uns Kraft und Halt, lautete seine Bitte, und mit dieser Kraft solle von allen gemeinsam gewährleistet werden, dass Kinder in Weckhoven gut und sicher leben können. Nächste Woche Donnerstag wird der 11-Jährige Junge beigesetzt, als dringend tatverdächtig gilt sein Onkel, der die Tat gestanden hat und in Untersuchungshaft sitzt. Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region. Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an UBG.